Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Zuschauer im Saal, einige wenige und im Stream zu Hause. Ich meine, das, was hier gerade geboten worden ist, ist natürlich fast schon nicht zu überbieten. Ein Applausometer wäre vielleicht an dieser Stelle ganz schlecht, aber es geht ja um den Stärkungspakt, beziehungsweise das zweite Gesetz zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes und einen Änderungsantrag dazu. Alleine der Änderungsantrag macht dieses zweite Gesetz zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes nach unserer Auffassung zu einer Mogelpackung. Hier wird viel Ideologie verbreitet, insbesondere von den die Regierung tragenden Fraktionen. Und in Wahrheit wird nicht ausgeführt, dass durch diese Änderung nur der Kreditgeber für solche Gemeinden ausgewechselt wird, die sich selbst diese Umlage auch in der verkürzten Version nicht leisten können. Statt Banken und Sparkassen kreditiert im Prinzip das Land. Und das geht so explizit aus der Begründung des Änderungsantrags im Prinzip hervor. Bereits das zweite Gesetz zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes wird aus gutem Grund von den meisten Beteiligten, man muss sagen betroffenen Kommunen, bei der Einbringung bereits für verfassungswidrig gehalten. Auch durch den jetzt vorliegenden Änderungsantrag wird das Bild nur scheinbar verbessert. Es macht den Anschein, dass hier durch eine Halbierung der Lasten der sogenannten abundanten Kommunen diesen ein Gefallen getan werden soll. Das Gegenteil ist und bleibt der Fall. Wenn man zum Beispiel die Stadt Hahn betrachtet, es werden ja viele Beispiele angeführt, ich nehme jetzt mal die Stadt Hahn, die zu den abundanten Gemeinden zählt, wird diese, die Abundanzumlage, wie kürzlich ausgeführt, nur über Kassenkredite zu finanzieren in der Lage sein. Das muss man sich mal vorstellen. Es werden durch die Vorhaben der Landesregierung Kommunen mit prekären Haushalten, die also auch nur noch teilweise bereits im Haushaltssicherungskonzept sich befinden, in weitere Verschuldung getrieben. Das ist ganz klar. Sie werden in weitere Verschuldung getrieben und das Gegenteil ist bis heute nicht belegt. Und wenn die Opposition, also in diesem Fall wir, die Piraten, die nach dem Stärkungspaktgesetz verpflichtenden Berichte anfordern, erhalten wir vom Kommunalminister Jäger Abwehrbemühungen, die nicht anders zu bezeichnen sind als das berühmt-berüchtigte Mauern, wie letzte Woche im Ausschuss geschehen, oder eben durch Nichtbeantwortung unserer diesbezüglichen Anforderungen und Anfrage unter Ausflucht darauf, es handele sich um laufende Verwaltungsvorgänge. Man fragt sich, und wir fragen den Minister, warum er sich beharrlich weigert, diese Prüfberichte der in Rede stehenden Kommunen nicht dabei zu schaffen, uns vorzulegen. Denn diese sind erforderlich, und das haben Sie im Ausschuss letzte Woche deutlich gesagt, um eine Einzelfallbetrachtung all derjenigen betroffenen Kommunen durchzuführen, um nämlich festzustellen, ob und inwieweit die Wirkweise hier gegeben ist und wie stark die betroffenen Kommunen tatsächlich in den Wirkungsbereich einbezogen sind. Bestätigen, also wenn Sie die Berichte haben, dann legen Sie sie vor. Sie haben aber gesagt, Sie haben sie nicht. Also wenn Sie sie nicht haben, da fragt man sich, warum nicht? Wollen Sie den betroffenen Kommunen nicht die Daumenschrauben anlegen oder was auch immer? Wir wissen es nicht. Eines steht jedenfalls nicht zuletzt aufgrund der Sitzung letztwöchigen Sitzung des Kommunalausschusses fest. Ausschließlich die Einzelfallbetrachtung ist relevant und führt zu einer klaren Sicht auf die Verhältnisse, nämlich die Wirkweise des Stärkungspakts Stufe 2 und die möglichen Auswirkungen der Abundanzumlage. Geschieht dies nicht, lesen Sie diese Berichte also nicht vor. Sehr verehrter Herr Minister, müssen wir davon ausgehen, dass Sie die Kommunen und die Opposition weiterhin nicht ernst nehmen und weiter mauern wollen. Und deshalb sehen wir es als unerlässlich an, unseren Entschließungsantrag anzunehmen und ihm zu folgen und empfehlen dies im Übrigen auch hier im Hohen Haus. Eine wesentliche Voraussetzung für die Wirksamkeit und vor allem die Verfassungsmäßigkeit der Abundanzumlage ist nämlich Vertrauen. So wird dieses Vertrauen indessen nicht geschaffen, wie es hier vorgeführt wird. Und das hat auch heute zahlreiche Demonstranten vor die Türen und Tore des Hohen Hauses gerufen. Die Zwischenrufe aus der SPD freuen mich ganz besonders. Ich habe die auch die ganze Zeit hier verfolgt und da muss ich Ihnen ganz ehrlich noch eins sagen. Wenn das so weit geht, dass sogar Vertreter von Spitzenverbänden der Kommunen angegangen werden und man muss wohl auch sagen, massiv persönlich kritisiert werden und regelrecht eingeschüchtert werden, weil sie, weil diese bestritten haben,
dass die Stärkungspaktziele erreicht sind, was auch überhaupt noch eine weitere Voraussetzung ist, da muss ich mich doch ernsthaft wundern. Und insgesamt wird man abschließend sagen können, das Änderungsgesetz ist abzulehnen. Es ändert nichts am bestehenden Desaster der betroffenen prekär wirtschaftenden Kommunen, sondern verstärkt den Ansatz der Verschlechterung der Haushaltslage weiterer Kommunen, die als Abundant gelten und als Geberkommunen quasi in Geiselhaft genommen werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Schulz.